Und da hinten sind Gegner. So, wir probieren es mal an sie ranzukommen. Ich hoffe, da oben ist keiner. Sieht nicht so aus. Okay. Jetzt würde ich gerne Catwoman sein, die sich an dem Gitternetz da oben festhalten kann, aber leider sind wir das nicht. Deswegen müssen wir mal gucken. Ey, ich finde das so blöd, dass die entdecken mich ja sofort. Ja, darunter. Oh Mann, ey. Da sollte der auch gar nicht hin. Da sollte er nicht hin. Genau, er sollte hier hin. Genau. Ah, was macht denn Batman hier heute? Ich verstehe das nicht. Er greift irgendwie... Ich lasse mich mal sterben. Er griff irgendwie nicht die an, die sollten und... Ich glaube, der Anzug hält heute hier mehr aus als sonst, oder? Nur mal so. Gut, wie gesagt, das machen wir jetzt nochmal richtig schön langsam und nicht so hektisch. Ja, was ich noch sagen wollte ist, ich glaube... Ich hoffe, es tut weh. Sie sieht ja nett aus. Ich glaube, ehrlich gesagt, der Commissioner hat wieder seine alte Synchronstimme. Denn ich sagte doch am Ende von Batman Arkham City, da hat er ja genau einen einzigen Satz, der Jim Gordon. Es klang so, als ob er da einen anderen Synchronsprecher hatte. Und ich denke, ab hier hat er wieder die Synchronstimme, die wir kennen aus Arkham Asylum und später auch in Batman Arkham Origin hat er, glaube ich, auch die gleiche, wenn er da schon auftaucht. Ansonsten eben in Arkham Knight. So, jetzt machen wir es aber richtig. Wir wissen, da drüben ist ein Mensch auf dem Vorposten. Wir gehen daher mal hier ran. Gleiten hier hin. Ja, das war gut. Oh. Ich hab's heute wirklich nicht mit dem Timing. Der stand schon wieder. Der war schon wieder an einem Punkt, wo ich... Naja. Gut, eigentlich muss ich die beiden dann nicht ausschalten. Soweit weiß ich das schon. Das nicht einfach hinter uns bringen und aus Arkham City verschwinden. Ich friere mir den Arsch ab. Na toll, der dreht sich auch um. Das ist... also, ich glaub's ja nicht. Ich glaube das heute nicht. Was ist denn das hier heute für ein Murks? So, hier schon mal rüber. So schnell es geht. Ich glaube, ich muss dann da nach hinten, ne? Ich versuche die einfach mal zu umgehen. Na toll. Die entdecken einen aber auch wirklich, egal was man macht, ne? So, Batman ist hier oder auch nicht. Es ist ein Versuch. So, komme ich da irgendwie rüber ohne Probleme oder gibt es da Probleme? Gibt Probleme? Also gehen wir mal nach oben. Kann ich jetzt hier Sprung, Gleitangriff? Gleitangriff? Genau. Hi. So, den kriegen wir hoffentlich ausgeschaltet, ohne dass er uns angreift. Und ich habe den Eindruck, der Programmierer hat schon gedacht, naja, wir machen es mal nicht ganz so schwierig, weil der Anzug regeneriert sich sogar. Wie ich gerade gesehen habe. Okay, ich halte hier wesentlich mehr aus und ich regeneriere sogar. Was interessant ist, das muss ich jetzt mal so sagen. So. Was? Wo ist der Gleitangriff und warum kann ich hier gleiten? Zu wem? Der Scharfschütze da hinten. Der da. Der hat eine Reichweite bis hier, wenn ich das so sehe. Wow. Das nenne ich interessant. Wenn ich den ausschalte, kommt doch garantiert noch ein zweiter, oder nicht? Ihn nicht erwischt. Na, machen wir es so. Gut, den haben wir. Der hatte mich gerade gestört, weil ich nämlich denke, den werden wir... Den könnten wir gut gebrauchen, wenn er weg ist. So, wir kommen hier... Ah, das ist die Stelle, wo wir damals rausgekommen sind. Genau, hier war der Angriff nämlich dann auf die Stadt, die wir gesehen haben, praktisch nach dem Kampf gegen Joker, wo Talia ihn ja mitgenommen hatte. Oder umgekehrt,
Joker Talia begleitet hat, sagen wir es mal so. So, wir sind, glaube ich, durch die schwierige Stelle durch. Und wo kommen wir jetzt hin? Kommen wir überhaupt irgendwo hin? Oder haben wir nur Schwarzbild? Ah! Ach ja, das waren ja die Zeichen, wo ich lang gehen soll. Jetzt haben die ganzen Teile hier Kerzen. Das ist süß. Das ist süß. Was? Was ist denn da unten los? Party. Da ist einer der Polizisten. Bitte! Das wusste ich schon vorher, Bruce. Danke für die Info. Müssen wir das nicht tun. Aber wieso sollten wir es lassen? Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, Handlanger zu sein? Hallo. Das ist die blöde Fledermaus. Genau. Die Fledermaus ist da. Oh, hat euch wehgetan. So. Na, was sagt ihr jetzt? Oh, was ist los? Okay. Cool, dass man den ausschalten kann ohne Probleme. So. Den hauen wir mal so K.O. Und den können wir hoffentlich. Ja, den können wir noch schnell mal auf dem Boden ausschalten. So, ich soll jemanden retten. Wo ist er denn? Los, hol mich hier runter! Mach ich. Aber wie? So nicht. Es muss irgendwo ein Knöpfchen geben, was ich drücken soll. Oder ein Hebel. Ich zieh mal am Hebel. Redet ihr nicht? Ach doch, jetzt. Dann rede ich mal mit ihm. Sie sind in Sicherheit. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Was ist passiert? Wo sind die anderen? Es war im Hinterhalt. Sie haben uns vor Stahlwerk gebracht und angefangen, uns zu verprügeln. Diese Bastarde haben die anderen weggeschafft und mich hierher gebracht. Verstecken Sie sich. Ja, gute Idee. Alles okay? Du willst nicht reden. Kein Problem. Ich warte einfach hier. Ich hab doch mit dir geredet. Guck mal, ich rede nochmal mit dir. Danke. Ich dachte, dass die mich umlegen würden. Ja. Sehr nett. Wie? Also, der war ja jetzt wirklich gerade ganz komisch, ne? Im Sinne von, du willst nicht mit mir reden? Ey, ist okay, ich sitze hier einfach rum. Das nennt sich übrigens Verstecken. Wenn man sich da hinsetzt, nennt sich sowas Verstecken. Der ist ganz unauffällig, wenn er da sitzt, ne? Da sind wir mal ganz ehrlich und die Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen, das ist einerseits logisch, andererseits blöd. Denn ich habe nur die eine Tür und da oben mein Vorsprung. Ich gehe mal in Mr. J's Büro und guck mich mal um. Ich befinde mich vor den Toren von Arkham City, wo nur Wochen nach den schrecklichen Geschehnissen, die ganz Gotham erschüttert haben, erneut das Chaos ausgebrochen ist. Vor wenigen Minuten wurde ich Zeugin, wie Batman höchstpersönlich mit Commissioner Gordon vom GCPD sprach. Worum ging es in dem Gespräch? Uns erreichten Berichte darüber, dass Polizeibeamte vermisst werden. Und wenn man die Fassaden der Gebäude von Arkham betrachtet, liegt der Verdacht nahe, dass Harley Quinn ihre Finger im Spiel hat. Quinn wurde in der Nacht aus Arkham City verlegt, als ihr Freund Joker starb. Einem von der Stadt in Auftrag gegebenen psychiatrischen Gutachten zufolge war sie dabei, und ich zitiere, total durchzuknallen. Quinn ist vor 3 Tagen aus der provisorischen Gefangenenanstalt entkommen. Allem Anschein nach hält sie sich im Augenblick ganz in meiner Nähe auf. Zurück ins Studio. Jo, na dann ist das so. Kein Problem. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Ich glaube, sie war nicht dabei, durchzuknallen. Sie ist durchgeknallt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja. Okay. Schwangerschaftstests, die alle negativ sind.
Tja, sie wünscht sich wohl einen kleinen Baby-Joker. Das ist beunruhigend. Okay, ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Ist ein nettes Easter Egg. Das muss ich mal so sagen, aber... Achso, hier. Aber hier bin ich doch reingekommen. Genau, hier bin ich doch gerade reingekommen und dann bin ich hier runter. Da habe ich den Typ gerettet. Aber Gott sei Dank bin ich ja nochmal hochgegangen, weil sonst hätte ich nicht gesehen, dass da dieses niedliche Easter Egg mit den Schwangerschaftstests ist. Denn das ist schon cool. So, die Frage ist nur, wo geht's weiter? Wo ist eine Tür oder ein Ort, den ich besuchen könnte, wo ich weiterkomme? Hier ist eine Puppe. Lasst mich in Ruhe! Habt ihr gehört? Lasst mich in Ruhe! Mache ich. Keine Angst, mache ich. Ich lass dich in Ruhe. Moment. Ist da ein Gitter? Ne, da ist kein Gitter. Ich hätte sonst gesagt, wir müssen vielleicht irgendwo runter oder so. Durch die Tür kam man ja nicht durch, die ist verschlossen. Kommt da irgendwie nach oben? Muss er nach oben klettern? Nö. Macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Da oben ist das Ding kaputt. Da leuchtet was. Aber ich weiß wirklich nicht, wo es weiter gerade geht. Nee, hier kommt er auch nicht rein. Hä? Muss ich wieder raus? Also jetzt mal blöd gesagt, muss ich wieder raus? Wir haben ja... Ja, wir müssen wieder raus. Okay, war nett hier. Harley. Moment. Okay, sie ist wirklich durchgeknallt. Ich bleib dabei, vollkommen durchgeknallt. Trauer ist ja eine Sache, aber so? Vollkommen verrückt, vollkommen verrückt. Gut, Stahlwerk. Hatte der ja gesagt. Stahlwerk kann ja nicht hier sein. Ich dachte ehrlich gesagt, dass ich irgendwie durch das Gebäude müsste. Aber wir müssen wahrscheinlich wieder raus und dann hier das nächste Gebiet uns angucken. Die Bullen hier. Harley hat sie verlegen lassen. Wohin? Weißt schon wo. Oh, zum Geheimnis. So, ich muss mal ganz kurz weg und... Aha, die Wieso? Gegner sind alle wieder da. Es soll doch niemand was davon mitbekommen. Denk drüber nach. Was wäre, wenn irgendeiner eins dieser Mikrofondinger angezapft hat, oder Batman? So, wie gesagt, diese Gegner sind wieder da. Also wir brauchen die hier draußen nicht ausschalten. Wenn wir das machen, dann machen wir es uns eigentlich nur schwieriger. So, den wollte ich ausschalten, weil ich nämlich nicht genau weiß, was passiert, wenn ich jetzt hier runtergleite. Ah, der eine hier ist nicht wieder da. Interessant. Ich dachte ehrlich gesagt, hier oben würde wieder einer patrouillieren, aber scheint nicht der Fall zu sein. So, wir haben da unten ein paar Leute. Ich würde gern den daneben erwischen. Es ist Batman. So. Gut, der mit dem Schild, der nervt. Der mit der Waffe eigentlich auch, wenn man mal ehrlich ist. Aber, hey, ich habe gekontert. Das finde ich so unfair von euch. Ich habe doch die Kontertaste gerade gedrückt. Jetzt aber nochmal. Y. Hat doch geklappt. So. Oh, es ist nur noch einer übrig. Okay, bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Schläger haben sich über die vermissten Beamten unterhalten. Wenn sie hier waren, haben sie vielleicht Spuren hinterlassen, denen ich folgen kann. Ah, so geht das. Na dann. Was ist denn das? Das Funkgerät gehörte einem Polizisten. Vielleicht finde ich hier Hinweise darauf, wo man ihn hingebracht hat. Ich sollte den Tatort untersuchen. Genau, wir scannen das Funkgerät. Oder irgendwas anderes. Ich scanne mal den Beweis. Was ist das? Dieses Blut stammt von dem Polizisten. Ich sollte ihm folgen, um herauszufinden, wo er hingebracht wurde.
Das ist einfach gewesen diesmal. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Denn da unten sind bewaffnete Leute. Okay, da sind zwei bewaffnete Leute. Was macht Batman hier? Na nichts. Euch ausschalten, um genau zu sein. Ich schalte dich aus. Und dann dich. Überraschend gut. Gut, wo geht's lang? Hier lang? Okay. Und dann? Nicht nach unten. Wahrscheinlich hier durch, ne? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber vermutlich muss ich hier einmal lang. Ja. Muss ich, und da ist ein Scharfschütze. Ich sehe einen Scharfschützen. Verdammter Mist. Der in meine Richtung auch noch zielt. Ist ein Witz, oder? Okay. Ich muss jetzt den Scharfschützen ausschalten. Moment bitte. Ich arbeite mal kurz am Scharfschützen und dann können wir uns auf die Spur konzentrieren. So, mein lieber Scharfschütze, du gehst mir gerade auf die Nerven. So. Oh. Na, ich bin nicht hier. Ich bin weg. Und ein Stück von Strange gefunden. Igitt. Wer will denn ein Stück Strange haben? Oh, nein. So. Na toll. Sag mal, wollt ihr mich hier komplett... Er macht's nicht. Was macht er denn? Was machst du? Batman! Er ist tot. Warum hat er den angegriffen? Hab ich X gedrückt zum Gleitangriff und warum hat er den ausgewählt? Ich verstehe es nicht. Du wirst dafür büßen, dass du Mr. J hast sterben lassen. Aber dafür kann ich euch nochmal Harley Quinn in ihrer ganzen Pracht zeigen. Das war eigentlich der Absicht, also die Absicht dahinter, dass ich euch nochmal Harley Quinn zeige. Auch wenn ich ehrlich gesagt wirklich nicht verstehe, was gerade passiert ist. Warum er zum Falschen geflogen ist, beziehungsweise warum er nicht einfach runtergesprungen ist und den angegriffen hat. Und wieso sind die ganzen Scharfschützen wieder da? Das wirkt so wie Beschäftigungstherapie, was ja bei Batman sehr beliebt ist. Muss ich jetzt hier unten wieder aufräumen oder hat er die... Die Spur hat er. Okay, wir haben es gelernt. Noch nie leiden. Hoffe, Harley macht sie richtig fertig. Soweit ist es richtig. Wir haben es gelernt. Wir machen mal den Scharfschützen. Komm. Wo ist er denn? Da hinten. Immer noch saukalt hier draußen. Interessant. Dass er den nicht mit einem... Ja, ich sag jetzt mal Anflug eliminieren konnte, aber egal. So, der stört mich nicht mehr. Dann können wir jetzt hoffentlich mal die Spur weiterverfolgen. Und da habe ich schon gesehen, die geht eigentlich hier... Nach rechts. Welcher Scharfschütze war's? Er hat so viel Angst vor mir. Okay. Hallo. Die Fledermaus ist hier. Ja, ja. Die Fledermaus ist hier. Ignoriert mich. Du hattest recht. Es ist Batman. Ignoriert mich doch einfach. Ich bin doch keine Gefahr für euch. Aber hey, das werden die wohl nicht mehr lernen, deswegen machen wir es mal mit kurzem Prozess. Und wo kommst du her? Ich habe mich schon gefragt, warum es keine Abschlusssequenz im Kampf gab, aber ehrlich gesagt, wo kam der gerade her? So, da ist mein komischer Frachter, also geht's hier lang. Ja. Und ich renne gerade absichtlich, weil... Die Scharfschützen gehen mir ein bisschen auf die Nerven. So, was ist denn das hier? Harley. Harley? Wo bin ich denn nu? In welchem Teil des Vergnügungsparks?
Na gut, wenn Harley meint, mich hier beschäftigen zu wollen, schöne Sache. Und Batman ist Batman. Er kann nicht über Autos. Ich weiß nicht warum, aber das kann er einfach nicht. Schreit doch förmlich danach, einmal ausgeschaltet zu werden, um dann eine Doppelausschaltung zu machen.